ein wunderbarer Tag. Ich bin glücklich. Okay, warte mal. Ich glaube, Easy schläft aber noch. Easy? Bist du wach? Okay, Easy scheint nicht wach zu sein. Warte mal. Oh, da ist Blinky. Guten Morgen, Blinky. Wie geht's dir? Blinky frisst heute mal nicht irgendwelchen Zitronen von Easy. Der freut sich bestimmt. Okay. Geh hoch. Mittlerweile klappt sogar der Sprung. Easy? Oh. Hallo. Oh, komm rein. Easy, ich komm nicht rein bei dir. Was hast du gemacht? Hast du mich ausgesperrt? Komm nicht rein in mein Haus. Nein, ich komm nicht rein in dein Haus. Oh, so ein Mist aber auch. Tschüss. Ich wurde ausgesperrt. Was ist komm doch nicht hier? Die Hintertür rein. Okay, ich komm nicht die Hintertür rein. Willkommen in meinem Haus. Hi. Dein Haus was ist viel schöner als meins. Findest du? Ich habe gerade schon gedacht, ich könnte eigentlich dein Dings weiterbauen, dein Dach. Aber okay. Ja, weil du ja nichts machst. Wolltest du mein Dach nicht weiterbauen? Nein. Ja, ich wollte dir ein bisschen helfen. Weil oh, das ist voll lieb von dir. Dass du vielleicht nicht mehr so einen Durchzug hier hast. Ich habe hier keinen Durchzug. Das ist voll angenehm bei mir. Ich habe eine Dachterrasse. Du ein Fenster offen zu haben? Ja, das stimmt. Ja, darf ich das zumachen oder du eher darfst nicht? Es zumachen. Das ist okay. Ich darf es zumachen. Okay, sei dir genehmigt. Das freut mich sehr. Okay, haben wir noch eine Insel? Ob wir noch eine Insel haben? Wir stehen doch gerade auf einer Insel. Ja, unsere Insel. Aber haben wir noch eine Insel, auf der wir vielleicht ein Tierchen retten können? Weißt ich du? Weiß es nicht. Ich habe nochmal die Karte angeguckt und ich denke, ich weiß, in welche Richtung wir gehen müssen. Wenn okay. Du mitkommen willst, dann kann ich es zeigen. Easy? Habe ich ja. Kein Problem mit. Ah, warte mal. Easy? Hast du gerade Easy gesagt oder Easy? Ich hab deinen Namen gesagt, aber das war mir so ein Ah, okay, dann machen wir das. Aber brauchen wir nicht erst Blöcke? Ah, wir brauchen Blöcke. Nicht wahr? Ja, stimmt. Ich glaube. Ich habe nämlich vor einigen Folgen bei Blinky hinten in der Höhle unten noch Blöcke gehabt. Und vielleicht, weil da ging es noch tiefer rein, vielleicht sind da noch mehr. Haben wir klauen die Blöcke? Das war jetzt nicht, was ich klauen. Sagen wollte. Aber, oh Gott, die ganzen Zitronen meine noch. Meine ganzen Zitronen! Frechheit, ich nehme das mit. Die sind immer noch überall. Nein, nimm die mal nicht mit. Blinky ist bestimmt traurig. Ist mir doch egal, das sind meine Zitronen. Okay, warte kurz. Ich glaube nämlich hier unter dem Wasser. Genau, hier hatte ich nämlich schon mal die Blöcke geholt. Die Kiste ist schon leer, aber ich meine, hier geht es noch weiter runter. Oh, hier ist noch eine Kiste. Und hier sind noch Blöcke und Äpfel. Zack, okay. Oh nein. Ich ertrinke. So. Gar kein Problem für mich als Meister Schwimmer und Taucher. Ich habe lange schon mein Luftanhalten geübt. Von daher ist es gar kein Problem für mich. So. Ronja, schnell! Was denn? Komm in unseren geheimen Raum! In den geheimen Raum? Geheimen Raum, schnell, sofort! Alles klar, geheimer Raum. Ja, los! Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Schon wieder? So lernst du vielleicht mal den Fahrstuhl zu benutzen. Okay, ich werde den Fahrstuhl benutzen, denn, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben Merchandise. Wunderhübschen sogar. Yeah! Wie macht man den Fahrstuhl andersrum? Du musst sneaken, Ronja. Das ist keine große Sache für mich. Ich wusste das. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben hier dieses wunderhübsche BFF-Design, was ihr hier einmal auf dieser Seite begutachten könnt. Ein Träumchen, das ist noch in meinem Shop erhältlich. Da sind noch, limitiert, aber es sind noch T-Shirts da. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr gerne auf dem ersten Link in der Beschreibung vorbeigucken und euch euer Design sichern. Und ihr kriegt auch noch BFF-Design. Ihr kriegt eine Autogrammkarte. Die ist unterschrieben von Easy und von mir. Beiden. Yes, cool, richtig ne? Cool. Ja, yeah. Okay. Ich auch. So, jetzt komm mit, ich zeig dir, was okay. Lang geht. Hast du Blöcke jetzt? Ich hab Blöcke jetzt, ja. Okay, perfekt. Alles okay. Klar. Wir gehen nicht hier runter? Hier runter? Nein. Auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. Ich gehe da nicht runter, die blöde Fallklappe. Da sehe ich mich gar nicht. Alright, kein Problem. Kein Problem. Genau, und hier geht's weiter. Da hast du einen Weg gebaut. Okay. Und oh, der glaube, ist aber auch sehr prächtig. Wow. Zeigt nämlich in die Richtung. Ja, der ist wirklich schön, das stimmt. Der vor allem, wie die Weg, Zäune an der Seite so fliegen. Das ist wirklich cool. Ja, das ist schön, weil die sind ja hier im Gerüst fest. Das macht voll Sinn. Genau, und irgendwie müsste jetzt hier was sein. Hier müsste eine Insel sein. Oh, dahinter ist eine noch. Wir waren nur rechts auf der Nordinsel. Bist du nicht verbrannt? Ich bin ins Feuer gelaufen. Warte, hier vorne ist doch ein. Achso, da ist noch eine. Hier ist noch, mal, hier warte, hier ist noch eine. Yes, oh, da auf noch der zwei Insel. Waren wir doch gar nicht. Ja, stimmt. Wo willst du hingehen? Ich würde auf die mit dem Baum gehen. Mit dem Baum, okay. Mit dem Baum. Ja, dann fastbridge dich mal. Gar kein Problem, ich fastbridge mich mal. Tube. Das ist kein Fastbridgen. Ich gebe dir mal die Blöcke aus einem unbekannten Grund. Ey, was soll ich denn machen? Oh, du hast die Blöcke, ja, dann musst du wohl dich... Hast du dich jetzt gerade runtergeschmissen? Nein. Das gibt's ja nicht. Ich wirf dir meine Blöcke weg.
Die Fastfish-Profis brauchen keine Blöcke mehr. Wie kannst du das so schnell? Das sieht gruselig aus hier mit dem blauen Gras. Was für ein Tier lebt denn auf blauem Gras? Echt, wirklich. Hä? Weg damit. Weg damit? Ja, weg. Okay. Ich hab eine Süßbeere bekommen. Cool. Jo, cool, oder? Sau cool. Okay, lass mal umschauen. Okay. Tierchen, wo bist du? Wo auch immer du sein magst. Okay, guckst du von oben? Guck von oben, ja, ja. Ich mach mir hier mal einen Überblick. Die Übersicht. Oh, warte. Hier wachsen ganz viele Strohballen. Hier wachsen ganz viele Strohballen. Bist auch so ein Naturkenner. Ich bin Naturexperte, okay? Eine Doku kann mir das Wasser reichen. Hier wachsen neue Strohballen. Frei in ihrem Habitat, wo sie sich am wohlsten fühlen. Okay, warte mal. Hier geht's runter irgendwo. Was ist denn das hier? Oh, warte mal. Hier ist eine Tür. Magst du mitkommen? Soll ich mitkommen? Warte, ja, wo bist du? Ja, ja. Ah, da lang? Ja. Okay. Weil ja, da ist so eine Tür. Die sieht aus, als hätte die rote Augen. Die sieht gruselig aus. Ja, ja. Da wohnt bestimmt nicht rein. Kein Tier drin. Warte mal. Du gehst. Ich gehe. Wir haben eine Rune. Warte. Elefantenrune. Ja, okay, warte mal. Wir haben eine Karte von der Insel. Die ist sogar ziemlich ausgebaut. Wir haben Rüstung. Jacke. Forschungslabor. Jägertisch? Jägertisch. Warte, ich nehme die Rune. Das ist nicht so gut. Jäger, ich mache hier wieder zu, damit er nicht merkt, dass wir hier waren. Okay, Jägertisch. Aber vielleicht ist er ja nicht hier. Vielleicht, weißt du, er hatte ja schon mal in der Insel irgendwo so einen kleinen Outpost, falls du dich erinnerst. Ich bin zu Hause. Du bist zu Hause. Ich sehe, hast du mich zurückgelassen? Bin ich alleine auf der Insel hier mit dem Jäger? Du kannst den Elefanten alleine suchen. Ich will ihn überhaupt nicht alleine suchen. Ja, ich gehe doch nicht zum Jäger jetzt. Ja, toll. Kommst du mal wieder? Nö. Ich bin jetzt zu Hause und kümmere mich um Blinky. Okay, hier geht's. Ich gehe jetzt das Baumhaus hoch in der Hoffnung, dass hier nicht der Jäger ist. Okay, warte. Hier geht's hoch. Ist hier jemand? Nein, nein, hier ist keiner. Hier weiter oben. Ja, also hoch. Okay, Gott sei Dank, hier ist auch keiner. Ich habe kurz Angst gehabt, aber hier ist nur ein Teleskop. Ich weiß nicht, was er damit beobachten will, weil ich glaube, damit sieht man nur die Baumkrone. Aber gut, wird er selber wissen. Vielleicht kann man das ja drehen. Hier ist eine Kiste, da ist aber nichts drin. Oh Gott, das ist voll gruselig. Okay, hier ist scheinbar so ein Tagebuch. Forschungsergebnisse. Die Insel scheint verlassen. Baue hier meine Basis. Tiere scheinen auf mysteriöse Weise zu verschwinden. Ort bisher unbekannt. Unbekannte Runenstücke gefunden sind ebenfalls verschwunden. Okay, das ist ja, beruhigend. Easy? Easy? Easy! Oh Gott, das ist garantiert. Wo bist du denn? Oh Gott. Ah, hier ist auch irgendwo ein Elefant. Ich sehe keine Spur. Ich habe aus dem Teleskop nichts gesehen. Hier ist kein Elefant. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt noch lebt. Der Jäger scheint hier zu wohnen. Also sind die Wahrscheinlichkeiten dafür nicht allzu hoch. Was? Ring! Dein Handy klingelt! Mein Handy klingelt? Okay. Geh ran! Hallo? Hi, ich bin's. Ich rufe von zu Hause an. Soll ich dir eine Pizza mit bestellen? Nein, ich will nicht alleine auf der Insel gelassen werden, wo der Jäger ist, Easy. Okay, dann nicht. Ciao. Hut. Nein. Okay, warte mal. Elefant. Wenn ich einer wäre, wäre ich hier unten. Oh. Hi. Okay. Elefant, komm mal mit. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin nicht böse. Ich komme in Frieden. Ich möchte dir helfen. Nein. Ich weiß nicht, wo man da rauskommt. Hey. Möchtest du eine Beere? Möchtest du einen Apfel? Irgendwas? Ist sie hier zugebaut? Hey, möchtest du einen Apfel? Möchtest du keinen Apfel? Möchtest du eine Beere vielleicht? Nein, keine Beere. Obstsalat? Obstsalat, ja? Okay, dann komm mal mit. Normalerweise habe ich hier noch eine Tierflüsterin bei mir, aber die hat mich heute verlassen und bestellt Pizza. Aber vielleicht kann die dir eine mitbestellen. Okay. So. Dann. Kommst du mit? Ich habe nicht mehr viel Obstsalat. Ich weiß nicht, wo die Treppe ist. Die Treppe ist hier drüben. Okay, sehr gut. Oh, der ist voll schüchtern. Der hat bestimmt große Angst gehabt vor dem Jäger. Aber gut, dass er sich verstecken konnte. Okay, warte. Hier geht's rüber. Dann einmal hier mit auf den Weg. Oh Gott, nicht runterfallen. Im Gegensatz zu mir. Zack, zack, zack. Einmal hier noch. Und dann schnell rüber.
Dann sind wir einmal hier und... Ha, ich bin einmal schneller als die Easy. Das erste Mal in meiner Karriere. Ey, was laberst du? Ich bin doch schon längst zu Hause und esse meine Pizza. Ja. Hast du den Elefanten? Ich habe den Elefanten. Wir sind auf dem Weg. Oh, warte, dann kommst du mit. Du kommst mit? Okay. Ja, ja. Oh, der ist ja voll süß. Gell? Oh mein Gott, ja. Okay, warte. Ich geh hoch. Aber du musst ihm helfen. Ich glaube, der kommt da gerade nicht hoch. Guck mal. Wo ist denn der? Elefant? Ja, da vorne, wo man immer nicht hochkommt. Ja, das stimmt. Warte mal. Du kannst es schaffen. Guck mal hier, du musst nur... Elefant? Hey. Nee. Der isst ihm diese Früchte. Hey. Ah, ich sehe es. Nein, komm mit. Guck mal, du kannst hier hochhüpfen. Und dann... bist du auch oben. Oh, ja, der will dir was geben. Guck mal. Oh. Dankeschön. Oh, der ist voll niedlich. Der ist auch so small. Kleiner Baby-Elefant. Okay. Au! Entschuldigung. Hier. Nein? Möchte nicht? Okay. Also ich bin schon im Zoo. Kommt ihr langsam mal? Ja, wir hatten hier Probleme. Wir sind aber sofort da. Probleme? Ja, der hat halt noch die Früchte geerntet. Kann man ja mal verstehen. Du als weiterer Fruchtfan. Wo bist du denn schon? Bist du weiter hinten? Hast du schon Gehege gefunden, wo der gut hinpasst? Such gerade nach einem Gehege. Okay. Ist der Elefant da? Der Elefant ist tatsächlich nicht da. Elefant! Muss ich nochmal zurück? Vielleicht musst du nochmal gucken, ob der kommt. Genau. Er ist im Wasser stehen geblieben. Wo guckst du denn hin? Was ist denn da oben? Huh? Was machst du? Der wirft irgendwelche Tränke, die er gefunden hat. Was? Elefant? Meinst du nicht eher, dass er mit seinem Rüssel Wasser wirft? Vielleicht wirft er mit seinem Rüssel Wasser. Weil er Wasserrüssel hat. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Jetzt ist er rübergegangen. Er wollte nur ein bisschen Wasser spucken, scheinbar. Vermutlich. Na gut, okay, dann finden wir dir jetzt ein schönes Gehege mit Wasser drin, damit du das weitermachen kannst. Okay, Wasser haben wir... Ich glaube, ich habe ein Gehege gefunden. Ja? Ja, ja. Wo denn? Beim Papageien. Beim Papageien. Oh Gott, wo war denn der Papagei? Wir hatten ja keinen Papagei. Wir hatten nur einen Vogel. Wir hatten keinen Papagei? Wir hatten keinen Papagei. Oh, dann habe ich mich geirrt. Aber ich glaube... Okay, der Elefant scheint eine Idee zu haben. Der hat einen Plan. Wo seid ihr überhaupt? Ein Papagei? Jetzt bin ich verwirrt. Wir sind hier hinten, wo wir den Panda reingesteckt haben. Wo, aber der läuft jetzt irgendwo hin. Er lässt sich auch nicht so richtig... sehen. Warte mal, hier? Ich glaube... Okay, er möchte irgendwie ins Wasser. Er ist jetzt ins Wasser gegangen, wo nur ein Boot ist. Das ist doch auch blöd. Willst du hier bleiben? Okay, er nickt. Also wir haben jetzt den Elefanten in einem Wasserbecken, wo halt wirklich nur Wasser drin ist. Aber wenn ihn das glücklich macht, dann schätze ich mal, dann soll es so sein. Okay, Elefant, ich gehe mal die Ruder einsetzen. Wir sehen uns später. Ich lasse dir mal auf, falls du vielleicht raus willst ans Land. Verständlicherweise. Okay. Ich komme hinterher zur Rune. Wollen wir uns da treffen? Wir? Ja, wir. Oder du und der Elefant? Nee, du und ich. Ja, nee. Nee? Und ich nicht, nee. Nee? Okay. Mit dem Elefanten hätte ich mich getroffen. Okay, der Elefant ist Angriff! Oh! Gott. Hi, Ronja, hast du eine Rune? Ich habe eine Rune, ja. Cool, auch mit einem Pizza bestellen. War der Jäger jetzt da? Nee, der Jäger war nicht da, aber der hat hundertprozentig da seinen Wohnsitz. Also hundertprozentig. Seinen Wohnsitz? Seinen Wohnsitz. Weil der hatte, normalerweise, wir kennen ja diese Jägerlabore, die sind ja überall so ein bisschen. Ja. Aber der hatte noch extra so ein Baumhaus und da war auch ein Bett drin. Da war ein kleines Tagebuch, wo er sich ja aufgeschrieben hat. Deine Pizza. Danke. Noch eine Pizza. Danke. Ja. Wo er sich halt aufgeschrieben hat, keine Ahnung, wo, was mit den Tieren ist, dass die Runen verschwinden, dass er nicht weiß, wo die hin sind. Aber das ist gut, weil dann weiß er immerhin nicht, dass der Zoo hier existiert. Schätze ich mal. Aber ja, ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass der auf unsere Insel rüberkommt. Weil der hatte auch eine Karte und da hat man jede Insel drauf gesehen. Jede einzelne. Der weiß genau, wo alles ist. Okay. Ja. Na gut. Gut. Gar nicht beunruhigend, aber das war's für diese Folge Minecraft Pets. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut unbedingt bei der nächsten Folge vorbei, denn die kommt bei der Easy am Mittwoch. Und dann sehen wir uns da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!